Heute gibt es also im Estadio Santiago Bernabéu Fußball zu sehen. Herzlich willkommen dazu. Heute freuen wir uns auf das Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Früher passten mal knapp 125.000 Zuschauer ins Bernabéu. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch hier nur noch Sitzplätze. Und die Stimmung ist trotzdem immer noch prächtig. Es würde mich doch sehr wundern, wenn das hier heute kein Fußballfest würde. Das wird ein tolles Spiel. Exzellente Teams, Spitzenspieler, hüben wie drüben. Das wird ein Fußballfest. Wie eigentlich immer, wenn sich diese tollen Offensivspieler gegenüberstehen. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Immer wieder eine gute Station, auch für deutsche Spieler. Paris Saint-Germain. Ja, zuletzt Julian Draxler, Kevin Trapp. Und früher auch Christian Wörns, der war Ende der 90er Jahre aktiv, ehe er dann nach Dortmund wechselte. Und unser Schiedsrichter heute heißt Jal Flaten. Real Madrid eröffnet das Spiel. Cristiano Ronaldo. Benzema! Und nun Ferrati. Mbappé. Wird's jetzt gefährlich? Casemiro. Marco Ferrati. Ja, das war abseits. Nun Isco. PSG in der Offensive. Klasse Technik. Flanke kommt, Neymar. Es gibt Elfmeter für Paris. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Kein Problem für Neymar, da lässt er dem Keeper keine Chance. Unai Emery ist zufrieden. Seine Spieler setzen seine taktische Marschroute sehr schön um und er freut sich über diesen Führungstreffer. PSG hier jetzt vorne sieht gut aus. Modric. Jetzt Varane. Jetzt Sergio Ramos. Casemiro. Nun Benzema. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Neymar hier mit Zug zum Tor. Edinson Cavani.
Geklärt von Raphael Varane. Und der Ball wird weitergeleitet. Mbappé. Bei Cavani. Tor, Edinson Cavani. Den Ball hat er super mit dem Kopf getroffen. Das kann er. Da springt er auch genau im richtigen Moment hoch und trifft den Ball voll. Exzellentes Timing. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Casemiro. Super dazwischen gegangen. Und das ist der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Die kurze Variante. Szene ist noch nicht vorbei. Neymar. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Modric. Modric. Wird das seine Torchance? Draxler. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Zuspiel auf Neymar, könnte gefährlich werden. Das ist ein Spiel auf Neymar. Jetzt kommt der Schuss. Und er trifft. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus. Am Spielfeldrand, das ist ja Frust pur, aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Modric. Sergio Ramos. Und jetzt Toni Kroos. Isco. Und Ronaldo. Benzema. Könnte gefährlich werden. Benzema macht er ihn. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit rüber. Jetzt Modric. Ronaldo. Isco am Ball. Karim Benzema. Defensiv machen sie es gut. Jetzt Cavani am Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Und da ist der Ball wieder weg. Benzema. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kommt der Pass. Klasse Aktion, Ball ist weg. Karim Benzema im Abseits. Und nun Marquinhos. Dani Alves jetzt am Ball. Er passt ihn auf den Flügel. Da trennt er ihn vom Ball. Und jetzt gibt es Einwurf. Flanke soll zu Neymar. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Modric. Jetzt war ran. Luka Modric jetzt. Da hat er sich mächtig abgewehrt vom Torwart. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Großartige Leistung vom Torwart.
Ecke kommt's. Gefahr erstmal bereinigt. Ferrati. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Groß. Nun Benzema. Da verlieren sie den Ball. Dani Alves. Das könnte gefährlich werden. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ob diese Partie wirklich noch mal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Wie fandst du bislang die Leistung von Neymar? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung. So, die Mannschaften sind wieder da. Durchgang 2 kann beginnen hier im Santiago Bernabeu. Ball an den langen Pfosten. Das gibt Ecke. Tolle Partie hier, natürlich bislang. Von Neymar zum Zungeschnalzen. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Ecke Neymar. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Benzema. Mbappé. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ja, überrascht mich ebenfalls, aber die alte Regel gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore. Modric muss er machen. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar, Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Jetzt kassiert er das erste Tor, aber trotzdem, er zeigt heute eine sehr gute Leistung. Das stimmt absolut. Bisher hat er klasse gehalten, alles rausgeholt, was rauszuholen war. Und zwischendurch müssten ihm die Verteidiger einfach auch mal helfen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Und Dani Alves. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Flanke soll zu Neymar. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Neymar mit der Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Sieht gut aus. Cristiano Ronaldo. Ball kommt flach. Neymar. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Modric. Jetzt Modric. Nun Carvajal am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Draxler. Klasse Aktion, Ball ist weg. Benzema. Ronaldo. Jetzt Carvajal. Da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Neymar. Riesenchance Mbappé. Und das gibt Eckball für PSG. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Langer Ball für Neymar. Da passt er auf, Ball geklärt. Gibt Eckstoß für Paris Saint-Germain. Ecke Neymar. Cavani. Den hält er super. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Ecke kommt rein. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran.
Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Boah, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Jetzt der Eckball. Neymar. Und da haben wir es, das Tor. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Sie liegen deutlich vorn. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Fängt diesen Ball ab. Di Maria jetzt in der Offensive. Di Maria mit dem Ball. Ball an den langen Pfosten. Da können Sie erstmal klären. Marco Asensio. Der Matchplan ist bis jetzt nicht aufgegangen. Jetzt ändert Real Madrid die Taktik und versucht... Da hat der Torwart keine großen Probleme. Di Maria. Wird das eine Torchance? Das macht er gut. Schuss von Neymar. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. Leichtes Spiel für Paris Saint-Germain heute und ein komfortabler Vorsprung. Und das Ding können sie ganz entspannt runterspielen. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Er überzeugt heute als Passgeber. Groß. Und nun Bale. Und jetzt die Real. Ronaldo mit dem Antritt, aber abseits. Draxler. Foul an Neymar, aber Spiel läuft weiter. Vorteil. Flanke jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ja, Modric unter Druck. Und den Ball hat er sich geholt. Ferrati, Cavani muss es machen. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Modric. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So, was machen Sie draus? Könnte gefährlich werden. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Casemiro. Luka Modric. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Das war Pech, das ist abseits. Cavani am Ball. Nun Varane. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Super Pass. Bale jetzt. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Tor. Sergio Ramos, den muss er machen.
Klasse gehalten. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei. Dein Kommentar zur heutigen Leistung von Neymar? Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Klar, Wolf. Das nenne ich einen überzeugenden Auftritt. Mbappé. Weiter. Cavani. Tor. Edinson Cavani. Zuspiel auf Neymar könnte gefährlich werden. Das Anspiel auf Neymar. Jetzt kommt der Schuss. Und er trifft. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier... Modric muss er machen! Das Ding hat er super gehalten, wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Jetzt der Eckball. Neymar! Wird das seine Torchance? Das macht er gut! Schuss von Neymar! Da ist er drin, ein tolles Tor!